Einen wunderschönen guten Morgen. Nee, eigentlich, wenn ihr das Video seht, ist nachmittags. Bei mir ist morgens. Ja, zu einer neuen Folge Pokémon Popo auf jeden Fall. Ah, in diesem wunderschönen Schneeörtchen. Das ist so schön hier. Ja, auch ein bisschen kalt, ja. Letztes Mal haben wir die Arenaleiterin geklatscht. War ganz cool. Und heute, bevor wir nach links weiterreisen, möchte ich mal versuchen, einen Schwenker nach rechts zu machen, endlich mal hier hinzukommen. Mal sehen, ob das so möglich ist. Ne? Schauen wir uns das mal an. Wir müssten halt irgendwie erstmal hier hinkommen. Gucken wir mal, ob das so möglich ist. Dann sagen wir mal Tschüss zu diesem wunderschönen Örtchen. Wie sieht es denn hier aus? Ja, fantastisch. Was soll ich das sagen? Ich muss nur mal schon Attacken. Das geht eigentlich alles. Ja, gute Attacken. Oh, wir sind ein bisschen müde hier noch. So, auf geht's aber. Oh, das ist ein wirklich schönes Örtchen hier. Hier würde ich wirklich gerne mal in Multiplayer hin. Stimmt, wo geht's hier hin? Wir sind ja nicht durch diesen Pfad hierher gekommen. Mal sehen, wo der jetzt eigentlich hinführt. Und hier haben sogar noch ein paar Trainer. Oh, diese Snowboarder immer, Mensch. Es ist wirklich zutiefst bedauerlich, was Grusha bei dem Unfall damals zugestoßen ist. Was ist denn genau passiert? Das würde ich halt eigentlich halt auch echt gerne erfahren, eigentlich. Mortipod. Super interessant. Oh Gott, was ich Maskagato liebe, ey. Es ist so verdammt schön. Oh. Wahnsinn. Hey, wirklich, es... Oh. Sowas von eins meiner Lieblingsstarter jemals. Umimiesel. Großartig. Weiterkämpfen. Auch so ein bisschen so ein Furry-Pokémon, oder? Das Maskagato. Aber es ist ein Träumchen. So. Ja, fantastisch. Ey. Direkt mit einem Kampf rein starten hier. So kann das alles beginnen. Ja. Sehr schön. Training ist das A und O. Entschuldige, dieser Vorfall war lange vor deiner Zeit. Echt? Erzähl doch mal trotzdem. Grusha war früher der zweitbeste Snowboarder der Welt. Er beendete seine Laufbahn, nachdem er sich bei einem Unfall schwer verletzt hatte. Ja gut, so viel wissen wir. Oh, was ist denn hier alles? Darf ich? Ich möchte nur an das Item. Trau mich nicht! Ach, einen Moment. Azugladis, mach die mal weg. Die Petsneep, süß. Na, Petsneef, komm ran. Na komm. Ich versuch's direkt. So neugierig wie es ist. Oh ja, perfekt, oder? Super geil. Petsneef gefangen. So muss das. So. Okay. Ja. Ah ja. Eisschollen-Pokémon. Man sollte sich in Acht nehmen, wenn es niesen muss, bekommt man den eisigen Nasenschleim ab, führt das zu Frostbeulen. Pfui. Es wäre so süß ohne diese Rotznase, ey. Otogel. Wohin führt uns dieser Pfad? Was ein Item? Schneeball. Ah. Einmal Ball. Super interessant. Diesen Pfad habe ich halt nicht entdeckt gehabt. Eine Schneebedeckbeere. Super interessant. Siberio. Oh.
Hol's dir. Oh, das gibt gute Erfahrung. Wir gehen einfach mal den Weg weiter. Komm zurück. So. Wir reiten. Das ist mein Platz. Ja, in Ordnung. Ich wollte eigentlich nur vorbei. Das ist mein Platz. Wenn du auch ein Zelt aufschlagen willst, geh woanders hin. Oh, wir könnten hier aber picknicken, nicht wahr? Luke Miller. Oh, okay. Bett. Kamerott. Wow. Voll unerwartet. Cooles Pokémon. Dunkelklaue, hä? Huh? Hat nicht ganz ausgereicht. Gainer? Oh nein. Jetzt schlafe ich. Womöglich. Ja. Agiluza? Was für ein Ding? Ich tank einfach. Ach so. Dich kenne ich nur lustigerweise noch gar nicht. Aufwachen, Azuglades, bitte. Ich bin auch müde, aber wir müssen jetzt hier aufwachen. Was? Oh oh. Ah, sehr schön gemacht. Ach, kein Risiko, Dunkelklaue. Perfekt. Die Denne. Kriegen wir hin. So. Reueschwert. Dankeschön. Es ist so eine geile Attacke. Das war's auch wieder. Du bist also nicht zum Zelten hier, sondern zum Wandern? Ja, wir wandern gerade nach unten. So korrekt. Oh, Gut, gut. Weiter geht's. Na, es geht auch geradeaus weiter. Da ist ein Pokémon Center. Wo genau befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Aha, komplett auf der falschen Seite. Ich wusste es. Wir gehen echt straight aus Versehen hier hin. Nee, ich möchte ja den rechten Schwenker machen. Also wir müssen unbedingt irgendwie nach rechts. Also gut. Hä? Oh, die Seite. Okay, völlig falsch. Okay, wir müssen... Nein, wow. Oh, schön. Wir müssen da lang. Wir müssen hoch. Wir müssen wieder hoch. Es wäre doch gelacht, wenn wir da nicht hingleiten könnten. Oh. Zu dem Versteck. Also alles wieder hoch. Hallo? Mann, ich spam halt schon A, weißt du? Aber er sammelt so oft nicht ein. Ja, das ist der Pfad von eben. Okay, sammelt halt nicht ein. Juckt. Ja, hier waren wir ja gerade vorhin. Okay, wir müssen doch irgendwie da raus. Irgendwie hier nach links. Hilft ja nix. Was liegt denn da? Mhm. Das sieht aber auch echt weiterhin nicht gut aus. Einfach. Ich glaube, wir kommen da einfach nicht hin. Weil es verliert ja auch an Höhe, ne? Nach einer Zeit. Zum Beispiel jetzt.
Das nervt mich irgendwie. Oh Mann. Kommen wir da wirklich niemals hin? Oh, ein Simon? Ach komm, Miraidon, bitte. Was ist los mit dir, Alter? Das ist ein Terra-Pokémon. Das ist ja toll. Die Kamera? Was ist denn jetzt los? Okay. War gerade irgendwie gerade invertiert, irgendwie, keine Ahnung. Es kann doch nicht sein. Ich will zu diesem Kackversteck. Oh. Schau, da. Da ist doch die ganze Landschaft. So. Das gibt's doch nicht, dass wir da nicht hinkommen, oder? So, pass auf. Hier wäre das Pokémon Center. Ob ich einfach nur... Da ist der Turm, okay. Wir kommen doch bestimmt zum Turm. So, wir landen jetzt einfach hier erstmal. Ganz geschmeidig. Oh, okay. Und jetzt? Einfach nur... Landen wir erstmal auf dem Turm? So, kein Problem. Kämpfen wir gegen Gierspenst? der Ton? Alter. Schock. Schockstarre hier. Okay. So. Gespenstmünzen und jetzt ist es ja hier kein Problem mehr, ne? Das müsste ja der Pfad sein. Hierhin. Und dann müssten wir ja irgendwie darüber kommen können. Ja, durch diese Passage hier. Na also. Na dann. Auf geht's. Liegt da jetzt ernsthaft eine TM? Felswurf. Nun. Na, das sieht doch gut aus, Leute. Wirklich. Da vorne sehe ich es schon. Da müssten wir hin. Und Sinkflug. Und da ist erstmal das Pokémon Center. Perfekt. Danke, Miraidon. Ja, super geil. So soll das. Und jetzt können wir auch hier hinfliegen immer. Ja, jetzt. Sehr schön. Haben wir einen Schwenk dahin gemacht, wa? Ha. So soll das. So, ich höre dich schon, Gespenst. Wo bist du? Hier Spenz? Ah, hier stehst du rum. Okay. Oh, so süß, wirklich. Oh mein Gott. Du gehörst jetzt mir. Level 50? Level 50? Wir sind ja in einem echt krassen Bereich. Oh mein Gott. Wow, das ist voll unerwartet. Level 50, ey. Wiederball? Vielleicht klappt das. Sehr gut. Also wir sollten da also theoretisch tatsächlich noch nicht wirklich hin, oder? Wobei wir jetzt zum Glück auch 50 sind jetzt. Ein bisschen drüber auch. Maskagoto, was möchtest du erlernen? Abschlag. Nein. Okay. Winterform. Boah, Level 50, ey, Wahnsinn. Eine Latschibeere. Ja, das wird jetzt wirklich spannend. Also, wo geht's hier eigentlich hin dann? Zu irgendeinem See.
Aber was ist an dem See? Sollen wir mal kurz gucken gehen? Na schön. Boah. Ein massiver von Alpollo? Okay, hier sind Alpollo ganz viele jetzt. Meine Chance für einen Shiny Alpollo. Shiny Gengar vor allem. Oh, das geht gut EP, ey. Das ist doch ein gutes Training, hä? Ja, die sind stark. Nebulagas, auch immer gut. Ey, der Wahnsinn, wirklich. Oh, die fetzen halt. Die fetzen. Krass. Aber das Training fetzt auch. Eisen. Da ist noch eine TM. Energieball. Okay, warte. Was ist da unten? Teddy Ursa und Ursaring, hä? So, dabei wäre jetzt dieser See. Oh, Drachentanz. Auch gut. Zitatsbeere und... Und nichts, scheinbar. Oder noch ein Zitatsbeere, bin mir nicht sicher. Hier sind ja Türme. Orkan, hey, so gute... Fuck. Oh Mann, ich muss mich da kratzen. So gute TMs. Was ist hier los? Durch einen Baum. Geil. Ein Kampf durch den Baum. Ja, das ist ja ein Träumchen. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir könnten ja versuchen, es zu fangen. Alter, durch den Baum. Was ist das? Oh Gott. Wie blöd das ist. Ach komm. Und Lichtverhältnisse Bug, okay. Okay, das war jetzt schon irgendwie lustig. Boah, gibt das Erfahrung. Junge, 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 Junge. So. Jo, da ist einfach auch ein Trainer. Und halt super seltsame Türme. Gibt's hier Dratinis? Oh, Dratini! Oh, das ist natürlich ein Träumchen. Ich bin der Schwanz der Drachen. Aha. Das freut mich, dich kennenzulernen, Schwanz. Oh, ich möchte dieses Dratini. Irgendwie einen Flottball habe ich. Mal sehen, ob es funktioniert. Perfekt. Wir haben Dratini gefangen. Geil. Super. Dratini-Schuppen. Dratini, Drachen-Pokémon. Es ist bereits bei Geburt sehr groß. Durch permanentes Häuten wächst es schnell und wird noch länger. Und wird dann auch zu einem Dragonier. Dratini. Ach, schön. So, du Schwanz der Drachen. Was ist hier los? Ich bin die jüngste von drei Schwestern und als Schwanz des Drachen bekannt. Mit nur einem Schwung fege ich dich weg. Was? Laurentia. Na dann, mach mal. Reueschwert. 56, Alter. Oh. Oh. Oh.
Scheiße. Na gut. Wollen mal sehen. Oh, Hafnir. Los. Na schön. Drachenpuls. Okay. Drachenrute. Geh kacken. Lass es. Oh je. Oh. Level 54 sind wir jetzt. Jetzt muss ich doch den Schwanz einziehen. Ja, meinen. Was? Jo, das ist hier alles sehr krass, habe ich gemerkt. Hier sind ja überall Drachen, Leute, oder? Das ist irgendeine Drachengegend hier. Voll interessant, aber. Aha. X-Verteidigung. Ich hätte gern diese TM. Was? Oh, Alter, du willst mich verarschen. Jetzt weiß ich nicht, was ich bekommen habe. Ich stehe hier einfach mittendrin. Was ist denn das jetzt? Können wir bitte gehen einfach? Ja. Top Genesung. Mhm. Boah, es sind ja schon wieder 20 Minuten. Wahnsinn. Und hier ist dann wohl nichts mehr. Außer eine TM. Okay. Gift Heap. Okay. Alter. Krasse Gegend. Krasse Level vor allem hier auch. Interessante Gegend aber auch. So. Ich bin der Atem der Drachen. Ach, ihr seid hier verschiedene Drachenfuzzis, okay. Na gut. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und da begeben wir uns eben auf den Weg. Oh, Drachenpuls. Oh. Auf dem Weg zum Teamstar-Versteck. Junge, was war das denn gerade für ein Geräusch? Außerdem, wo ist das Gespenst hier? Okay, was war das? So, mal kurz hier. Säurespeier, so. Mhm. Der Giftschweif ist auch einfach gut. Hohe Volltrefferquote. Ne? Naja, ich werde hier noch ein bisschen gucken. Und ein bisschen vielleicht Attacken hin und her erlernen. Ja? Vielleicht? Ah ja, stimmt. Abschlag. Achso. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hier wieder Pokémon Purpur. Bis zum nächsten Mal.